Max Emre täuscht schwere Krankheit für Geld vor. Oh mein Gott, deutsche Z-Max. Bei mir in der Schule gibt es einen Elfjährigen, der sieht genauso aus wie du. Ja. Der wird jetzt auf jeden Fall erstmal eine schwierige Zeit durchmachen. Hallo, hallo. Ihr fandet die ekelhaften Maschen von Max Emre, über die ich vor 2 Wochen berichtet habe, jetzt schon widerlich? Ja, hey, nein, ich fand dich korrekt, Digga. Cool, dann solltet ihr besser mal für dieses Video hier einen kleinen Kotzeimer bereitstellen. Bei meinem Gesicht soll man einen Kotzeimer bereitstellen. Weil, was der Junge wieder abgezogen hat, kann nicht sein Scheiß ernst sein. Dazu geht's heute noch um einen weiteren großen Beef und ein Hab ich nicht verstanden. Da hat jemand im Tanzverbot-Stream gesagt, ich kenne jemanden in meiner Schule, der sieht so aus wie du. Und Tanzverbot meinte daraufhin, dass er jetzt eine schwere Zeit haben wird, weil Tanzverbot sich selber hässlich findet zu der Zeit oder sowas. YouTuber. Also so mobbenmäßig, ja. Hat was sehr, sehr Fettes angekündigt. Aber wie immer heißt es... Ja, die Hauptvideos von Julian Bob kommen. Jetzt erstmal. Let go. The king goes... Ich habe euch ja letztens schon über Max Emre aufgeklärt, also was es für ein Typ ist und wie er halt kleine Kinder über TikTok abzieht. Falls ihr es verpasst habt, guckt einfach mal dieses Video an, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Aber grob zusammengefasst lockt Max durch falsche Versprechungen und klare Lügen Leute in seinen Livestream und versteigert dann für echtes Geld den Morddrang und ist dabei unfassbar greedy und geldgeil. Und die Kreditkarten rausgibt, Vollgas. Und selbst nachdem er dicke Donations bekommen hat, sagt er sowas hier. Da muss ein bisschen mehr kommen, Leute. Ich fühle dieses No-Fake immer noch. Also diese drei Emojis hier oben, es ist einfach... Anstatt einfach mal Danke zu sagen. Und wenn es geldtechnisch gerade nicht so läuft, dann ist Max angepisst und geht einfach deswegen offline. So, wir müssen nochmal on und off gehen, das bringt gerade nichts. So, darüber habe ich vor 2 Wochen berichtet, ist schon eklig, ne? Aber was Max sonst noch abgezogen hat, damit er noch mehr Geld verdient, ey... Das ist so damn abgefuckt, aber das soll euch der User, der das Ganze mitbekommen hat, einmal selber erklären. Also ich habe da ein Video von Max Emre gesehen. Der war natürlich auch schon das eine oder andere Mal auf meiner TikTok For You Page. Und du hast schon vieles sehr gut in deinem Video gezeigt. Aber was du noch nicht gezeigt hast, ich habe mal geschrieben, wenn er das Geld so sehr braucht, soll er arbeiten gehen. Weil er halt einfach um Geld gebettelt hat, einfach im Livestream. Und er hat gesagt, es ist ihm aufgrund einer Krankheit nicht möglich zu arbeiten. What the fuck, Max? Also er täuscht vor. Ja, okay, aber aktuell muss man sagen, es hat irgendeiner gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt... Eine fette Krankheit zu haben, sodass es für ihn unmöglich sei, Mein Gesicht ist eine Krankheit, ja. ...arbeiten gehen zu können, nur um noch mehr Donation zu bekommen, weil der arme Max ist ja so, so krank. What the fuck? Digga, das ist ekelhaft durch 10. Und unendlich. Aber ja, okay, jetzt, aber man muss bis dato sagen, es gibt jetzt noch nichts, wo das nachgewiesen ist. Also irgendein Random hat gesagt, respektlos an die Leute, die wirklich eine fette Krankheit haben und deswegen nicht arbeiten gehen können und es ihnen deswegen im Leben wahrscheinlich nicht so geil geht. Und er sagt es einfach so aus fetter Profitgeilheit. Klar, vielen der TikTok-Videos wird wahrscheinlich bewusst sein, dass es einfach eine eklige Lüge ist. Okay, gut, da kommt scheinbar nichts. Aber unter 1000 Viewern wird es eben auch Leute geben, die es eben glauben und dann eben auf seine Masche reinfallen. Das Ding ist, um mich rein rechtlich hier abzusichern, muss ich ganz kurz sagen, dass es in der Theorie halt auch sein kann, dass der User, der darüber berichtet hat, sich das Ganze eben halt auch ausgedacht haben könnte. Sich extra die Mühe macht, sich mit mir zu verabreden, in den Call zu gehen, diese Sache dann zu erzählen und sich dann dadurch eben strafbar zu machen. Klar, in der Theorie kann das sein, in den Call zu gehen, diese Sache dann zu erzählen und sich dann dadurch eben strafbar zu machen. Klar, in der Theorie... Ja, glaube ich es auch nicht, aber... Juri kann das sein, weil er eben keine Screenaufnahme in dem Moment gemacht hat, aber... Ich sag mal so, eher unwahrscheinlich, ne? Aber selbst wenn es eine Lüge, wovon ich jetzt gerade nicht ausgehe, sein sollte... Für die nächste Aktion, Max, habe ich Beweise. Denn es reicht ja nicht für mehr Cash, einfach mal eine Krankheit vorzutäuschen. Nein, Max fährt noch ganz andere Maschen auf. Wo ich mir auch sehr sicher bin, dass das Ganze nicht so ganz legal ist. Aber was genau passiert ist, erzähl euch der liebe Roman und seid bitte gnädig mit dem Jungen in den Kommentaren, der war ein bisschen aufgeregt im Call. Ich habe mit meinen Freunden auf Discord gechillt und dann ist ein Freund von mir reingekommen und meinte, er hätte irgendwie Max Emre als Freund. Sind wir da reingejoint zu ihm im Call und dann war es erstmal so ein bisschen... Ja, wenn du echt bist, bist du echt nice. Herr, zu lange ist Lütze 50 Euro, ja, kann ich immer warum. Ich schicke dir 300 Euro auf PayPal. Du sollst bitte 250 TikTok-Münzen aufladen. Der Rest gehört dir. Ich glaube, ich kann es nicht machen. Wenn die Münzen nicht wert dir sagt, ja. Cringe Stille. Und du meinst ja eher aus dem Nichts heraus so, schreib mal bitte euer Insta. Und da haben wir aber gemacht, weil es war ja so ein halb Prominenter. Kann ja nie wissen.
Und dann haben wir ihn, also habe ich ihn auf Insta angeschrieben und der ist auch direkt aus dem Call rausgegangen. Und dann hat er eben so gefragt, also wie es auch im Call im Chat steht, dass er eben so meint mit, ob ich Lust hätte, Geld zu verdienen. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, warum sollte jemand jetzt Geld verschenken. Aber man hat natürlich immer diese Hoffnung, dass es ja theoretisch sein könnte. Also bin ich darauf eingegangen und meinte, er schickt mir 300 Euro dafür, dass ich ihm dann für 250 Euro... Also ganz kurz, man muss aktuell noch sagen, das könnte theoretisch auch alles noch fake sein. Die Screenshots könnten gefaked sein und das Ding, also ich glaube jetzt nicht dran, aber es könnte. Was im Stream spende und dann hätte ich 50 Euro Provision dafür bekommen. Als ich das dann gemacht habe, ihm 250 Euro gespendet habe, hat er mir eben, also die 50 Euro Provision, hat er mir am nächsten Tag, hat er dann per PayPal wieder zurückgezogen, so dass ich ihm am Ende was gespendet habe, aber ich die Provision am Ende nie erhalten habe. Also hat er mich damit so ein bisschen ausgenutzt, damit ich ihm was spende, damit die anderen Zuschauer ihm noch mehr spenden. Das kann nicht sein scheiß Ernst sein. Und nur damit ihr es nochmal auf dem Schirm habt. Max versteigert täglich mehrfach den Mod-Rang in seinem Stream. Die Person, die am meisten Geld gibt, bekommt den Rang. Alle anderen Personen, die auch Geld gegeben haben, gehen eben leer aus. Und sagen wir mal, es gibt eine Person, die hat richtig Bock auf den Rang und donatet dann eben 50 Euro rein. Und dann kommt eben eine Person, die beauftragt wird, in solchen Momenten zum Beispiel 100 Euro zu donaten. Dann sind die 50 Euro von einer anderen Person ja nichts mehr wert. Also müsste die Person mit mindestens 51 Euro nachziehen und ist im Glauben, ein richtiges Battle gegen die andere Person zu machen, die auch Bock auf den Rang hat. Also Leute, die wirklich Geld donaten, damit sie halt eben diesen Mordrang ersteigern, werden einfach nur auf ekelhafte Art und Weise verarscht und ihnen wird das Geld aus der Tasche gezogen. Das ist so damn verlogen. Und Max, nein, du bist kein Genie, weil du einfach nur auf kriminellste Art und Weise Leute Geld aus der Tasche ziehst. Ich bin verdammt nochmal schlau. Ich bin ein Genie. Unge hat ohne dieses Vorwissen, was ich gerade gezeigt habe, recht gut gesagt, was du bist. Also es ist kein Genie, er ist einfach nur letztendlich skrupellos. Das wird oft verwechselt mit Intelligenz, weil man Leuten, die viel erreicht haben im Leben, die aber über Leichen gegangen sind, irgendwelche Vorstandschefs, die über Leichen gegangen sind, dass man ihnen sagt, oh, der hat echt was drauf. Aber nee, der ist einfach skrupellos gewesen. Und genau sowas ist einfach absolut skrupelloses, ekelhaftes Verhalten. Also der Typ ist nicht intelligent, der Typ ist einfach nur skrupellos und ja, keine Ahnung, es ist einfach nur krank sowas. Und man könnte sich jetzt auch fragen, ob da wirklich so viel Geld bei rumkommt, so bei diesen Maschen. Und leider ist die Antwort ja. In einem Video vom Kanal Kevin sieht man nämlich Chatverläufe mit Max Emre, die geleakt worden sind. Dort Orange, Orange, Digga. Schreibt Max Emre nämlich selber, dass es sich mittlerweile um einen fünfstelligen Gewinn handelt. Und das Video kam im September. Mittlerweile haben wir Mitte November. Und dieser Mann streamt täglich mehrfach auf TikTok. Es ist so dermabgefuckt, Alter. Ich bin übrigens von Max Emre livestreamt in Zukunft. Okay, das ist gerade ein bisschen peinlich gewesen, aber ich muss gerade nachsehen, wie viel fünfstellig ist. Das war einfach, ich muss das nicht überreden. Befreit, weil, naja, er hat mich geblockt. Dazu meldet gerne sein TikTok-Profil. Das, was er macht, kann ich auch nur mit irgendwelchen Richtlinien übereinstimmen. Ich habe auch mal freundlicherweise sein TikTok in der Beschreibung verlinkt. Deswegen viel Spaß beim Melden. Ansonsten geht es weiter zum nächsten Thema. Jo, kurze Kleinigkeit in eigener Sache. Der Support hier auf dem Kanal ist ja wirklich gerade wieder recht gut und big und sowas. Deswegen dachte ich mir, ich knall einfach mal wieder einen 100 Euro Amazon-Gutschein raus. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach auf den ersten... Kann mich leisten. Und ja, jetzt geht's wieder. Und zwar am 27.11. Und zwar noch in diesem Jahr. Die letzten drei Hauptvideos kommen. Aber er hat auch über die... Halt, Jimmy, das gleich war's gerade. Achtung, Achtung, Achtung! Also, Simon! Drei Hauptvideos kommen. Aber er hat auch über die Reaction-Thematik gesprochen, weil ihm das ein bisschen Sorge bereitet hat. Aber bei den letzten drei Hauptvideos machen wir etwas anders. Und zwar werde ich diese, aber auch nur diese Videos auf dem Julian Bam-Kanal in ein Content-ID-System einpflegen lassen von Sebastian Kluge. Heißt was? Heißt, dass ich das erste Mal, aber auch einmalig, nur bei diesen Videos die Einnahmen von allen Reaktionen in mein Team einfließen lasse. In das Team, das auch mit mir dafür zuständig ist, dass die Hauptvideos überhaupt kommen. Ich habe lange drüber nachgedacht, wie ich euch das sage und ich dachte... Ich muss jetzt echt sagen, ich finde das geil schlimm. Ich finde das bei solchen Dingern total legit. Komm, machen wir es einfach ganz, ganz nüchtern. Es gibt uns einfach mehr finanzielle Möglichkeiten für die Hauptvideos. Muss ich sagen, finde ich einen sehr fairen Schritt und auch die Stimme in den Kommentaren ist eigentlich durchwegs positiv und eigentlich jeder versteht doch diesen Schritt. Wir haben seinen eigenen Kanal kommentiert, hat, Junge, dieses Bild ist gefühlt für 2014. Gut. Dazu wird es, wie momentan bei den aktuellen Fritz-Meinecke-Videos, auch eine 24-Stunden-Reaction-Sperre geben. Vielleicht haben manche Leute das Fritz-Meinecke-Video gesehen, wo er die Aktion gebracht hatte, dass es eine 24-Stunden-Reaktionssperre gibt. Ich wollte es auch machen. Dazu kleine Spoiler, man munkelt, dass man mich auch in den Videos sieht. Hallo, Spoiler? Werden krasse Videos. Hey, da ist die Tour noch auch drin? 25.11.
Save the Date. Es ist ja mittlerweile schon fast wie ABK gegen Kuchen TV, aber Monte hat sich mal wieder mit Tanz in die Haare bekommen. Denn Tanzverbot hat Monte in einem seiner Twitch-Livestreams ein bisschen kritisiert. Sein Hauptkritikpunkt war, dass er den 18-jährigen Rohat, der er zum ersten Mal... Ja gut, das möchte ich mich angucken, das ist langweilig, die haben sich gebieft, ach, das ist doch scheiße, Bildtor.